Ja, hallo und herzlich willkommen bei UBI Tested. Heute mit einem Opel-Fahrzeug und zwar mit dem Crossland X, den wir heute dabei haben. Opel steht ja tatsächlich immer wieder in der Kritik, gerade durch die Übernahme mit PSA, dass die PSA-Modelle immer so langweilig seien und man hat keinen wirklichen eigenen Spielraum mehr. Und tatsächlich würde es der Marke mehr schaden, als dass es denn tatsächlich bringen würde. Jetzt habe ich heute tatsächlich den Opel Crossland X hier gehabt zum Testzeitraum, denn tatsächlich, ich bin immer noch der Meinung, dass PSA dem Opel-Konzern durchaus sehr, sehr gut tut. Und das sieht man jetzt in meinen Augen auch mit dem Crossland X sehr, sehr schön. Klar, Opel hatte tatsächlich mit dem Meriva ein wirklich sehr, sehr gutes Auto, was eher als Rentnerfahrzeug verschrien war. Der Crossland X kommt hier etwas frischer daher auf alle Fälle und möchte jetzt auch neue Kunden gewinnen. Ob er das kann und was er kann, das möchte ich euch heute tatsächlich alles erklären, auch wie viel PSA hier drinnen tatsächlich steckt und vor allem, wo denn Opel hier noch seinen eigenen Spielraum tatsächlich im PSA-Konzern gefunden hat. Und damit herzlich willkommen zum Review des Opel Crossland X. So, zunächst schauen wir uns doch einmal den Crossland X von außen ein wenig an. Und da lächelt er uns quasi auch schon ein wenig an, finde ich persönlich. Dieser Gesichtsausdruck hier ist sehr, sehr schön. Wir haben sehr freundliche Scheinwerfer hier. Wir haben so ein bisschen durch die Linien, die sich nach oben hinziehen, so ein bisschen Lächeln im Gesicht. Dann haben wir natürlich den typischen Opel-Grill mit dem Opel-Logo, was hier durch die zwei Schwingen getragen wird. Wir haben einen angedeuteten Unterfahrschutz hier unten drinnen, tatsächlich für den Offroad-Charakter des Crossland X. Denn man möchte ja tatsächlich mehr SUV sein, als es denn damals mit den Modellen Meriva der Fall war, die der Crossland beerbt hat. Der Meriva A wurde übrigens 2003 bis 2009 gebaut, basierte damals auf dem Opel Corsa C. Und dann kam der Meriva B, der dann schon Bauteile aus dem Opel Zafira B und aus dem Opel Astra H hatte. Ja, und jetzt haben wir hier tatsächlich den Opel Crossland X, ein 4,21 Meter langes kleines Crossover-Fahrzeug im B-Segment, das heißt im sogenannten Kleinwagensegment. Und mit einem Radstand von 2,60 Meter haben wir durchaus ein sehr ordentliches Fahrzeug mit ordentlichen Platzverhältnissen, wie wir gleich sehen werden. 1,60 Meter ist der Kleine übrigens hoch, trägt hier ein Atlantis Blau Metallic mit kontrastschwarzem Dach und 16 Zoll Alu-Räder, die hier drauf sind. Am Heck sehen wir dann tatsächlich noch einen schöneren Offroad-Charakter, wie ich persönlich finde. Wir haben wieder den von Opel bekannten Doppelwinkel hier oben drinnen. Wir haben sehr massive Stoßfänger mit dem Unterfahrschutz, die auch richtig schön robust sind, weil sie nicht lackiert sind. Ebenso wie die Türkante, sondern natürlich die Ladekante, die hier unten tatsächlich eben mit dieses robuste, raue Material doch sehr, sehr gut ist und auch wirklich ein ordentlich, ja, oder sagen wir es einfach so, kratzempfindlich ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wichtiger ist natürlich jetzt eher, wie schaut es denn eigentlich mit den Innenraumverhältnissen aus? Und die schauen wir uns jetzt an. Hinter der Heckklappe des Opel Crossland X verbirgt sich ein sehr variabel nutzbarer Kofferraum, der tatsächlich für Kleinwagenverhältnisse äußerst großzügig gestaltet ist. So haben wir ein Kofferraumvolumen von 410 bis 1255 Liter. Das Ganze ist variabel dadurch, dass wir einen doppelten Laderaumboden haben, den wir in der Höhe verstellen können. Dann können wir zudem die Rückbank um 15 cm in ihrer Länge verschieben. Wir können die Rückenlehnen komplett umlegen im Verhältnis 2/3 zu 1/3.
Wir haben zusätzlich noch eine praktische Durchreiche, die wir komplett umlegen können. Von den Laderaumabmessungen, so haben wir eine Tiefe von 71,5 cm im Minimum. 87 cm, wenn die Rückbank komplett nach vorne gefahren wurde, und 1,63 m können wir maximal durchladen bis zur Rückenlehne vom Beifahrersitz. So, ich habe mich auf den Rücksitz hier mal begeben im Crossland X und was sehen wir als erstes? Hey, ich habe richtig gut Beinfreiheit noch. Natürlich Kopffreiheit ohne Ende, da fehlt sich gar nichts. Der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Das heißt, ich habe meine Füße passen hier ganz locker unter diesen Vordersitz. Die können weit nach vorne sogar. Wer den Sitz noch weiter nach unten schiebt, hat immer noch genügend Platz für die Füße unterm Sitz. Wir haben, wie gesagt, eine zweigeteilte Rückbank, die in der Länge verschiebbar ist. Da wird es dann aber schon mal irgendwann ungemütlich. Das heißt, das ist dann eher für den Kofferraum gedacht. Die Durchreiche, die dann eine Mittelarmlehne hier bietet, ist ein bisschen unklug gelöst auf der einen Seite, denn tatsächlich haben wir jetzt ein Loch und in den Kofferraum hinein. Schaut ein bisschen doof aus. Auf der anderen Seite, naja, gut, okay. Sie ist robust, wir haben zwei Getränkehalter. Für den, der es benötigt, da haben wir auf alle Fälle was vorhanden. Was die Vernetzung hier angeht, das ist ein bisschen schlecht. Strom haben wir tatsächlich nur eine 12-Volt-Steckdose. Da würde ich mir zwei USB-Anschlüsse zusätzlich wünschen. Wäre ganz praktisch für die Kinder im Fond. Kinder ist das Thema. Wir haben Isofix an den Außenpositionen. Einen Kindersitz bekommen wir hier ganz gut unter. Es wird allerdings mit dem Fußraum für die Kleinen dann etwas eng. Beim Reboarder würde ich sagen, das funktioniert nur auf dem Beifahrersitz, wenn man tatsächlich keinen befördert oder aber wenn der Fahrer, sage ich jetzt mal, ungefähr 1,60 maximal groß ist und den Sitz relativ weit nach vorne nimmt, dann können wir den Reboarder auch hinter der Fahrersitzposition unterbringen. Aber jetzt schauen wir nach vorne, was da hinter dem Lenkrad passiert. Auf dem Vordersitz hier hat man sich richtig bequem eingerichtet und zwar ziemlich schnell. Wir haben hier eine Besonderheit schon wieder bei Opel und zwar haben wir hier einen AGR-Sitze. Das war sicherlich auch der Wunsch vieler Meriva-Kunden, die gerade deswegen auch den Meriva gekauft hatten, wegen ihrem Rücken, wegen dem hohen Einstieg. Das haben wir alles jetzt hier auch. Der Einstieg ist wirklich erfreulich und leicht nach erhöht. Wenn man den Sitz dann auch hier mit dem Pumpsystem dementsprechend anpasst. Wir haben eine Lordosenstütze, wir können das Sitzpolster vorne elektrisch anheben. Wir haben auch eine ausziehbare Schenkelauflage hier tatsächlich. Das Dreispeichenlenkrad ist auch gut einstellbar und zwar in Tiefe und in Höhe ausreichend. Da findet also jeder auch seine optimale Sitzposition hier. Und auf Langstrecken sind diese Sitze wirklich sehr bequem. Wir haben hier noch eine große breite Armlehne am Sitz angebracht. Und man sitzt wirklich sehr, sehr schön. Der Seitenhalt ist okay und es ist ein sehr, sehr entspanntes, vor allem auch auf Langstrecken, wirklich entspanntes Fahren mit dem Sitz hier. Man kommt wirklich bequem an und hat da keine Rückenschmerzen. Bei uns als Testwagen wurde ein Opel Crossland X Edition 1,5 Diesel geliefert. Ja, der Diesel interessanterweise, denn der stellt hier im Motorenprogramm doch einen sehr, sehr geringen Absatzanteil dar. Denn wir haben noch insgesamt drei Benziner im Leistungsspektrum von 83 bis 130 PS sowie zwei Dieselaggregate mit 102 oder eben 120 PS. Den 102 PS Diesel gibt es mit Handschaltung,
Den 120 PS Diesel, den wir jetzt hier fahren, der ist immer an einen 6-Gang-Wandlerautomatik gekoppelt, ebenso wie der Top-Benziner mit 130 PS. Übrigens, während die Benziner 3-Zylinder durch die Bank sind, sind die Diesel 4-Zylinder-Aggregate. Unser Diesel hier leistet, wie gesagt, 120 PS, 300 Newtonmeter. Das Ganze reicht für 11,3 Sekunden auf Tempo 100 oder 183 km/h Spitzentempo. Würde ich sagen, ist auch vollkommen ausreichend. Viel wichtiger ist eher die Effizienz, die das Triebwerk darstellt. Und die haben wir tatsächlich hier unterboten mit dem WLTP angegebenen Verbrauch von 5,2 bis 5,4 Litern. Denn ich persönlich habe tatsächlich lediglich 4,8 Liter im Drittelmix über meine 14 Tage Testzeitraum benötigt. Beim Fahrwerk haben die Ingenieure den Crossland sehr straff abgestimmt mit einem guten Restkomfort. Das heißt, wir merken quasi, jede Unebenheit wird irgendwo noch mitgeteilt. Durch diese AGR-Sitze, die wir hier haben, diese Komfortsitze, wird das Ganze abgemildert. Das heißt, die Sitze fangen mehr ab als eigentlich die Federelemente schon so ein bisschen. Das ist das Interessante. Dennoch bleibt der Opel Crossland ein eher komfortorientierter Crossover, denn wir haben eine sehr leichtgängige Lenkung, die nicht sonderlich direkt ist oder auch viel Rückmeldung bietet, sondern eher auf tatsächlich Leichtgängigkeit und Bequemlichkeit ausgelegt wurde. Da passt dann eher noch nicht so ganz der Abstimmungsmix zum Fahrwerk dazu, der eher so straff ist und vielleicht eher so ein bisschen für Kurvenräubern gedacht ist. Na, dafür will der Crossland X aber auch gar nicht erst einsteigen dazu. Das verhindert einfach schon mal die Lenkung so ein bisschen. Der Motor würde da ganz gut mitspielen aufgrund des hohen Drehmoments. Der zieht schön von unten raus, ist zwar akustisch immer präsent, genauso wie die Umgebung um uns herum auch immer präsent ist, denn die Geräuschdämmung ist eher, naja, nicht so optimal, wie man es vielleicht noch erwarten würde von dem einen oder anderen Fahrzeug, sondern der Wagen ist eher etwas hellhöriger, ohne aber tatsächlich da wirklich störend zu sein. Ja. Opel hat tatsächlich alles richtig gemacht mit dem Crossland X, denn das kleine Fahrzeug hier, was vom kleinen Kompaktvan zu einem Crossover geworden ist, macht tatsächlich richtig viel Sinn, macht auch alles richtig, denn der Crossland bietet hier tatsächlich variablen Innenraum, einen großzügigen Kofferraum für die Kleinwagenklasse. Er hat kompakte Abmaße mit 4,21 Meter. Er bietet tatsächlich all das, was im Moment wirklich gefragt ist. Auch hat man es geschafft, die Kundenbelangen, die tatsächlich bei Meriva vorhanden waren, also komfortables Sitzen, hoher Einstieg, optimal umzusetzen hier, denn man hat auch den AGR-Sitz drin. Man hat hier in der Klasse ein LED-Licht drinnen, ist topmodern. Und somit hat man eigentlich aus dieser PSA-Plattform, die der Citroën C3 Aircross oder der Peugeot 2008 nutzen, das absolute Optimum rausgeholt und stellt tatsächlich im Trio den besten Kompromiss dar. Bei dem Motor haben wir hier den 1,6 Liter Diesel, der sicherlich wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Marktanteil hier bietet. Er hat aber guten Durchzug, die Automatik ist harmonisch. Wir haben einen sehr geringen Verbrauch mit unter 5 Litern machbar. Und einziges großes Manko, was der Crossland X in meinen Augen hat, dem allerdings nicht viel entgegensteht, das ist der Preis. Denn der Crossland, so wie er hier steht, mit dem Diesel, kostet er knapp über 30.000 Euro. Den genauen Preis blende ich euch jetzt einmal ein. Und zusätzlich würde ich euch auf der anderen Seite mal einblenden, welchen Preis denn mein Crossland X hätte, wenn ich ihn konfigurieren würde. Denn ich würde tatsächlich den 130 PS Benziner nehmen, der jetzt frisch ins Modellprogramm aufgenommen wurde. Jetzt seid ihr aber wieder dran. Was sagt ihr zum Opel Crossland X? Was sagt ihr denn zu dieser Ehe zwischen Opel und PSA? Ist es tatsächlich immer noch so ein Riesendrama, wie es von Anfang an war? Oder sieht man das Ganze mittlerweile schon etwas
freundlicher. Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen über den Crossland X ein wenig diskutieren. Ich würde mich freuen und sage von mir aus hier Tschüss und Servus, euer Ubi.